Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Far Cry 6. Gut, dann haben wir jetzt erstmal alles eingesammelt. Als nächstes geht's hier runter zum Friedhof. So, gerade noch rechtzeitig. Dem Fallschirm. Andererseits hätte ich aufs Auto rufen können. Ne? So, das wäre dann da unten. Einmal durchs Gerübe hier durch. Naja, wenn man nicht hört. Ah, kann sein, dass du einfach nur so tust. Du runzt ja aber richtig hier. Meine Seele ist verdammt, diesen Friedhof heimzusuchen. Ja. Ich bin ein Geist. Erwischt. Moment. Versteh schon. Du bist ein Geist. Ich bin nicht hier, um dich zu rekrutieren, also lass den Scheiß. Ich habe einen Brief für dich von deinem Papa, Lorenzo Canseco. Was? Er hat nie zugegeben, mein Vater zu sein. Er hat sich nicht getraut. Also hat er sich in den Bergen versteckt, aus Angst vor dir. Siehst du da irgendeine Parallele, Felipe? Brauchst du eine Zeichnung? Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich habe keine Angst. Ich bin ein Geist. Oh, wie unheimlich. Binga, so eine Scheiße leckt mich am Arsch. Auf jeden Fall. Gut, dann... Wäre als nächstes noch ein Kind dran? Gut, Nummer 2 wäre dann, glaube ich, hier so. So, ich überlege gerade, ja, ich glaube, wir machen, wenn wir gerade schon mal da sind, holen wir uns den auf, oder den Überfall hier noch gerade mit. Da geht das Ärger. Ich sollte helfen. Das ist der Plan. Das geht immer relativ schnell. Ah, falsche Waffe. Yeah.
So. Aber ja, dann geht's ja. So, alles mal einsacken hier. Alles klar, viel Spaß da. Dann geht's aber nochmal zurück. Gut, dann Kind Nummer 2. Ein Offizier. Scheiße, bin ich gut. So, dann nehmen wir uns das mal noch schnell. Schön, dass du gewartet hast. Mal gerade dieses automatische Reisefunktion testen. Du bist aber nicht so unglaublich schnell, ne? Ja, das ist eher so gemütliches Gruschen. Gruschen. Grusch haben wir auch. Dann fahre ich lieber selber. So, schönes Auto. Ich glaube, ich muss hier halt einfach langsam drüber fahren. Dann passt das halt auch. Ups. Mit diese Hindernisse auf der Straße. Mehr Hindernisse. Oh. Aber weil es nichts gemacht. Alles klar. Dann mal Vollgas bitte. Lässt ja zum Glück echt gut fahren, das Ding. Da kann man nicht meckern. Mal gucken, wie weit über die Insel die Leute verteilt sind. Wahrscheinlich ziemlich weit. Haben wir noch ein Rennen? Das Haus hier kommt mir bekannt vor. Wieso habe ich das Gefühl, dass der Typ, der da schreit, eins von Lorenzos Kindern ist? Naja, dann schauen wir mal. So helft mir doch! Ich sitze fest! Ah ja, guck mal. Bist du Thiago? Was ist los? Ja, bin ich! Hilfe! Ayúdame! Na, die hat wohl ein bisschen Spaß und sie hat ihn vergessen. Ich stecke hier drin fest. Ich glaube, du hast vorher noch wo ganz anders drin festgesteckt. Wie komme ich rein? Irgendwie hier rüber, ne? Das bringt halt auch nichts. Da
Ja, wenn hier ein Fenster wäre, wäre es halt praktisch. Ich komme nicht an die Tür ran. Du musst das Schloss irgendwie von meiner Seite aus aufbrechen. Ah, okay. Ich kann auch nicht zaubern. Ja, aber ich weiß, was tun ist. Danke. Ja, wie gesagt, genau Ziel ist mit dem leider nicht möglich. Du hast das Schloss getroffen. Ein schöner Schuss. Gut. Dann komm, holen wir dich mal raus aus deiner misslichen Lage. Schnell, bind mich los. Ich habe einen Brief für dich. Auf der anderen Seite meiner Wohnung ist ein Fenster. Vielleicht kannst du das Schloss von da aus treffen. Das ist schon längst erledigt. Ich glaube, du bist ein bisschen verpackt, ne? Kann das sein? Immer wenn mir eine Frau zu nahe kommt, oder... Ich liebe dich, sagt, fliehe ich in die Arme der Nächsten. Und dann der Nächsten und der Nächsten. Ich leide unter dem Fluch meines Vaters, nie sesshaft werden zu können. Klingt nicht wie ein Fluch, sondern eher, als wärst du ein ziemliches Arschloch. Dios mio. Naja. Arschloch würde ich jetzt nicht sagen. So. Weiter geht's. Wo ist denn der nächste? Ich habe diese Übertragung von Castillos Lügen. Hier spricht hinten. Clara Garcia und es wird Zeit, dass wir mal was aus dem echten Yara hören. Hier irgendwo. Also sind wir, glaube ich, dann gleich zwei, mehr oder weniger. Ah ja, hier. Eins. Da oben dann die nächste. Ja, ich glaube, da können wir wirklich gerade mal hinfahren. Mumu. Aber wir könnten das Ding mal reparieren. Ich glaube, wir haben einen von uns überfahren, aber der war halt auf der Straße. Ihr wisst doch, Leute, die keine 50 schaffen, gehören nicht auf die Straße. Oder Dinge, die keine 50 schaffen. Muss mal halt hier durchsetzen. Genau, da ging es ja dann nachher zu den Legenden hoch. Damals. Und dann geht es hier schon rüber. Guten Tag, ich muss noch mal vorbei, danke. So. Ne? Kommen wir durch? Ja. Hm. Ich glaube, da brauche ich mit Hilfe. Kein Problem. Wie schön. Und ein paar neue Libertad-Kisten. Ja, dann haben wir es da unten gleich. Sehr schön. Komm ran.
an. Ich stehe hier von der Kirche und... Savannah. Die Basilika de la Virgen. Wir sollten ihren Geburtstag feiern. Die Kirche ist 100 Jahre alt. Ich sehe hier nirgends ein Fest. Castillo hat die Renovierung gestoppt. Ein paar korrupte Priester und zack, alles vorbei. Oh Mann. Ich wurde dort getauft. Eine Menge fieser Yankee-Priester waren auch dort. Come mierdas. Ja, so ein Pech aber auch. Okay, dann reparieren wir gerade mal. Dann ist das Auto wieder hübsch und vor allem eine Scheibe drin. Und wir schauen uns das mal an. Dieser Garten ist auf einem von Lorenzos Fotos. Mhm. Ich suche nach Riel. Oh, du musst erst alle ihre homöopathischen Präparate probieren. Das wird deinen Glauben erneuern. Diese homöopathischen Mittel werden dein Leben verändern. Riech mal. Das ist ein Sakrament. So werden wir eins mit dem Geist der Blume und ihrer Liebe. Ich habe mich in Riel verliebt. Jeder sollte sich in sie verlieben. Die Welt wäre ein besserer Ort. Ja, ja. Kanada. Vielleicht finde ich in der Werkstatt etwas. So, ich glaube, sonst aber nichts von Interesse hier, wie es aussieht. Na dann. Schnüff, schnüff. Ah, okay. Joseph Seed. Etwas kommt. Du spürst das auch, oder? Immer auf der Suche. Wie eine Ratte. Alle willkommen. Du kommst im Zorn. Aber ich will, dass du... Um unsere Waffen zu stehlen. Unsere Freiheit. Unseren Glauben. Aber das lassen wir nicht. Weder wird uns ihre Gier, noch ihre Unmoral, noch ihre Verdorbenheit je wieder Schmerz zufügen. Verletzlichkeit muss bekannt sein, um vergeben. Da hinten. Lang lebe Diego und Presidente Castillo! Riel? Du siehst, sie kommen zu mir. Sie kommen, um mich euch wegzunehmen. Sie kommen, um zu zerstören, was wir aufgebaut haben. Wir wussten, dieser Tag kommt. Wir sind darauf vorbereitet. Geh! Ich habe einen Brief für dich. Von Lorenzo Canseco. Dem Vater. Deinem echten Vater. Trotz allem, was du getan hast, kannst du immer noch erlöst werden. Du bist nicht irrtümlich oder zufällig hier. Danke für den Brief. Ja, gern geschehen. Alles entfaltet sich gemäß Gottes großem Plan. Ich bin immer noch hier bei euch. Das erste Siegel wurde gebrochen. Okay, ich bin raus. Das Spiel spiele ich nicht mit. Alles klar. So. Gut, da habe ich da wohl schon gelootet. Alles klar, so. Der nächste oder die nächste wäre dann da oben. So, vorsichtig. Das war da jetzt nicht noch irgendwo anstoßen. Ja, falsche Richtung. So. Na gut, die ersten werden durch. Sehr gut. Die Guerilla braucht Hilfe. Gut, da drüben. Da scheint wohl irgendwo Stress zu sein, aber das soll jetzt gerade nicht unser Problem sein. Ein ganz schönes Stückchen noch, sehe ich gerade. Quiero su dinero, lo quiero.
Gut, angekommen. Sehr schön. Okay, dann würde ich sagen, dann gucken wir hier bei der nächsten Folge mal rein. Ich bedanke mich fürs Zuständen, für die Zustände, die ich euch angetan habe, fürs Zuschauen und hoffe, ihr hattet Spaß bei der Folge. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao, ciao.